fangen wir überhaupt an? Ja. Typisch, wenn Tramp vor der Kamera steht. Also erstmal hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Was haben wir heute vor? Also, erstmal gehen wir zum Magnus, zum Dead Engineer und holen den mal ab. Und dann werden wir auf eine bestimmte Sache filmen, die ihr dann direkt danach sehen werdet. Nase zu, tut mir leid. Und ich bin mal gespannt, wie die Reaktion erstmal vom Dead Engineer ist. Wir gewähren euch jetzt mal einen kleinen Einblick, das was uns nachher erwartet, aber nur ganz kurz in einer 360-Grad-Drehung. Mal gucken, vielleicht. Ob ihr es gesehen habt. Ihr wisst sowieso, aber ihr habt das Auto selber noch nicht gesehen. Richtig. Und jetzt gucken wir. Das Auto, wir sind ja schon mal ein bisschen damit gefahren. Also ich sowieso noch ein bisschen mehr. Ja, 10 Alter. Kilometer. Alter. Alter. Also. Ich bin zwar kein Mercedes-Fan. Jetzt aber schon. So ein Ding würde ich mir tatsächlich holen. Auf jeden Fall holen wir jetzt Dead Engineer direkt vor der Haustür ab und mal gucken, wie seine Reaktion ist. Ich bin mal gespannt. Wir holen ihn mit der Kamera ab. Ist das nicht schön? Hallo. Heraus. Hallo. Hallo. Hallo, Empfangskomitee. Servus. Was gibt's? Was gibt's? Schauen wir mal, wir gucken mal, was es so gibt. Auf jeden Fall, in dem Fall Festplatten. Ja, auf jeden Fall Festplatten. Ich nehm's mal ab. Ja, deine Videos sind auf meiner Platte, weil mein Computer will ja nicht mit deiner. Immer diese Festplatten. Ja. Schlimm. Und die Schuhe und die Jacke, oder? Ja. Jacke weiß ich nicht, ob wir die heute brauchen, aber Schuhe wäre vielleicht nicht ganz so schlecht. Ja. Hallo, Moni. Danke, weiß ja gar nicht, worum es heute geht. Ja eben, ja, deswegen holen wir dich mit der Kamera ab. Sag hallo. Hallo. Los geht's. Dead Engineer. Das ist natürlich die Frage, wo ist unser Auto? Richtig. Magnus, wo ist unser Auto? Wo ist unser Auto? Soll ich raten? Ja. Ich hab durch den Sender geliehen. Ich bin ganz klein, ja? Ja. Darf ich vorstellen, das war seine Reaktion, wie immer bescheiden. Seine Reaktion wie immer bescheiden, das ist das neue Altschmetterung-Auto. Richtig, wir müssen bloß aufpassen, dass wir kein Nummernschild filmen. Filmen wir nicht, sonst fixen wir es einfach raus. Nice Karre auf jeden Fall. Natürlich schön, wenn man es aufmacht, die Spiegel erstmal raus, so muss es sein. Geil. Jetzt packen wir mal die Festplatten rein. Magnus ist heute unser Filmmann, deshalb haben wir ihn auch mitgenommen. Richtig, das heißt, ich darf dir die Kamera übergeben. Richtig. Du hast... Hier bin ich! Und man hört vielleicht sogar schon der Elektromotor, der sich auf was gefasst macht. Krass. Das ist nämlich ein Hybrid. Cool. Das heißt, im ersten Moment werdet ihr von dem Auto nichts hören. Und das ist... Mit dem Sportpaket sieht halt auch noch richtig sportlich aus. Hier schön die LED-Scheinwerfer. Ja, ja. Kennzeichen pixelt's ja eh raus. Also. Kennzeichen rausgepixelt, ja. So, und eins würde ich sagen, wir reden gar nicht lang rum. Viel mehr gibt es von außen nicht zu zeigen. Nur, dass man daran erkennt, da ist auf jeden Fall Elektropower mit dabei. Bei Mercedes heißt das EQ. Für dich als so ein bisschen Computer-Nerd ist schon was Geiles. So, jetzt kannst du nämlich den Sitz ein bisschen nach hinten fahren. Wo? Da, also guck so. Ja. Oh, ist die Sache. Boah, voll geil. Moment, das muss ich filmen. So viel Begeisterung habe ich bei doch noch nie gesehen, wo kein Auto interessant. Nice. Tja, Elektronik, ne? Boah, dieses Ding ist geil. Das habe ich schon mal bei den Geländewagen gesehen, die haben das auch. Richtig, ja. Fett. Das ist 2x12,3 Zoll Bildschirm. So. Müsst ihr halten. Okay, also fahren wir nochmal, oder? Jo. Das Coole ist, der Motor ist schon an. Und man hört es nicht. Das ist geil.
Und da sieht man auch schön, also hier hat man 360 Grad Kamera, was hinten so ist. Das ist wie, wir haben schon gesagt, wie ein Computerspiel eigentlich. Mhm. Boah, ja, voll fett viel Kameras. Ja, also der hat jetzt, ich glaube, 4 Kameras. Nicht drauf, nicht drauf. Nicht drauf. Ach ja, war ja kein Touch. Ups. Boah, geil, ich habe mir schon immer Kameras an der Seite gewünscht, das ist geil. Ah, es ist schon hart geil. Ah, das ist halt okay. Gucken wir es mal. Wir können uns auch immer überraschen lassen, ne? Das ist immer für eine Überraschung gut. Allerdings. Der Rückwärtsgang ist drin, wir warten mal. Wir fahren jetzt auf die B30 ein bisschen, oder? Richtig. Links ist frei, rechts ist frei. Ist ja schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man halt echt gar nichts hört, ne? Ja. Ihr müsst euch mal von GoPro dieses Gyroskop kaufen, aber das ist so scheiße teuer. Das wär's. Das ist elektrisch. Oh! Oh! Da ziehen beim Losfahren sogar die Gurte noch ein Stück an. Richtig, ja. Dass du auch schön safe bist. Ja, wenn du heute hart bremst, habe ich eine Kamera im Gesicht. Das Lustige ist, er erkennt hinten durch die Jacke, dass da jemand also anscheinend sitzen soll. Okay, heißt. Wenn man eine Jacke hat. Nee, die liegt quasi auf dem Sitz drauf und dadurch denkt er, dass da jemand sitzt. Ah, okay. Ich weiß ja nicht, wer so leicht sein soll, aber naja. Man kann ja nicht alles messen. Wir können nochmal noch kurz. Was will er tun? Was will ich tun? Mal zeigen, wie die Navigation eigentlich aussieht. Das ist nämlich schon fett, finde ich. Und ich kann ja auch noch einstellen, was ich für einen Modus hier will. Könnte ich sagen, also momentan sind wir in Eco. Dann können wir jetzt in Komfort, Sport, Sport Plus oder alles einzeln einstellen, wie wir wollen. Aber wir gehen jetzt natürlich in Komfort, wenn wir das schön und gemütlich haben. CGI. Ja, das wäre schon geil. Aber dadurch, dass der Akku schon ein bisschen leidet, machen wir mal Charge. Also der Motor läuft jetzt nur mit, um den Akku zu laden. Also wir treiben jetzt, wir fahren jetzt trotzdem elektrisch. Also der Motor ist an und generiert quasi Strom für die Batterie. Nice. Das ist schon nice. Ist schon geil, ja. Ich muss jetzt mal die Kamera festhalten. Ich möchte nämlich das Fenster runter machen. Na gut, hört man leider nur Wind. Ich hätte gerne mal den Motor gehört ein bisschen. Aber er ist sehr leise. Er ist extrem leise. Es ist ein Vierzylinder, also leider kein Sechszylinder. Aber mit E-Power haben wir vorhin schon gemerkt, beides gleichzeitig. Das zieht schon ordentlich. Wir schalten mal nachher mal auf Sport Plus. Und dann, da geht nämlich einiges. So eine Riesentour fahren wir ja trotzdem auch nicht, weil wir haben alle nicht so viel Zeit. Ich muss nachher auch noch jemanden vergessen. Okay. Also hat auch ein Head-Up-Display, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Das heißt, ich sehe, wie viel km/h wir hier fahren dürfen und wie viel km/h ich gerade fahre in der Scheibe drin. What? Ja. Hast du nicht das gesagt aus meinem Winkel nicht? Weil das nur für Fahrer orientiert ist. Da müssen wir echt mal gucken. Das sehe ich nicht mal von hier hin. Also da ist hier ein Projektor drin. Das seht ihr, die Aussparung. Ja, das sehen wir in der Spiegelung der Scheibe. Genau, und da wird das schön für mich projiziert. Kostet 1.500 Euro, glaube ich. Das kann ich mir vorstellen. Und das haben wir hier natürlich auch drin, was ich jetzt nicht gedacht hätte. Also ich war ja schon im Auto schon mal drin. Ich durfte schon mal Probe sitzen quasi. Apropos Sitzen, gibt es eine Sitzheizung? Das stimmt. Ich. Auch wenn ich mit diesen 10.000 Knöpfen vermutlich nicht klarkomme. Doch, gefunden. Ja, genau. Ich kann dich auch quasi steuern. Der Heizung? Danke. Nee, ich kann dich steuern. Neben Sommer brauche ich bitte keine Heizung. Muss nicht sein. Ich steuere dich nachher. Na gut. Er besteuert mich. Wir haben jetzt schon 4 Kilometer gewonnen. Wieder? Okay. Das
Vorsicht, trotz Enthusiasmus, da vorne blitzt. Ich weiß. Ja. Mir wird es natürlich auch angezeigt. Er tappt halt nochmal extra aufs Gaspedal. Nein. Oh, ist halt, komfortabel ist das Ding auf jeden Fall. Alter. Da ist er, der Hund. Wir können auch noch ein Bild machen eigentlich zusammen. Ja, nicht mit dem Blitzer, bitte. Wer zahlt? Nee, wir können... Autohaus. Nee, wir können irgendwo stehen bleiben und uns davor stellen und dann mit dem Selbstauslöser alle drei auffangen. Das ginge. Das machen wir auf jeden Fall als Thumbnail, oder? Das wäre geil, ja. Oh, wir haben hier sogar eine LTE-Verbindung. Ja. Ui, kommt nicht von meinem Handy auf jeden Fall. Ja, das wird es beim Wagen dazugeben. Ja. Nice. Ja, schon nice. Man kann mit dem anscheinend auch ins Internet. Du hast aber keine Bildschirme bei dir hinten, oder? Das gäbe es vermutlich nochmal als Sonderausstattung dazu. Ja, nee, so krass sind wir dann auch nicht ausgestattet. Er hat alles, also das ist gut wie alles drin, aber das hat er jetzt. Ja gut, das ist ja auch kein Feature, was man unbedingt braucht. Oh, da kann ich mit dem Display ausmachen. Das fährt sogar runter wieder hoch. Ja, okay. Ja, das müsste man mal von außen anfangen oder so. Ich weiß nicht, also man sieht es dann wirklich nur als Fahrer. Ja. Ich weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt, diese monochromatischen Brillen, wo dir auch direkt die was auch immer Info in dein Auge projizieren? Ja, ja. Aber die sind halt nur mono. Automatisch, also einfarbig. Das ist tatsächlich hier farbig, das war schon. Also, am Anfang war es natürlich, also als es zum ersten Mal rauskam, war es natürlich auch nur einfarbig, also schwarz-weiß. Mhm. Aber jetzt kann man das auch farbig machen. Das also hat natürlich nicht nur dieses Sportpaket außen, sondern auch Sportpaket innen. Okay. Das sieht man an den AMG-Matten. Da müssen wir nochmal drauf hören. Da unten sind Fußmatten mit AMG. Genau, und Sportlenkrad. Das hat hier so. Und ein sportliches Lenkrad. So eine Mulde. Das war Schaltpanel. Ich habe hier Schaltpanel, ich kann nachher schalten. Ja. Müsste, glaube ich, gar nicht damit umzugehen. Ich bin einmal Automatik gefahren und bin irgendwie voll nicht drauf klargekommen. Schalt natürlich jetzt erstmal auf Sport. So. Er macht Sport. Habt ihr gleich gemerkt, da wurde was geruckelt. Wurde was angehängt, der Elektromotor. Es wurde was angehängt. Ist tatsächlich, ja. Also der Elektromotor, wenn ich es richtig weiß, sitzt nach dem Differential. Das heißt, der treibt quasi, also nicht wie bei vielen Autos, einer Vorderrad, einer quasi Hinterrad, sondern beides ist am Hinterrad quasi durchs Differential dran. Das heißt, man merkt es auch ein bisschen, wenn der Elektromotor mit einspringt. Weil jetzt wird nämlich der Elektromotor nicht mehr geladen, sondern jetzt wird er nur noch dazu, quasi, eigentlich wird nur noch gesagt Vollgas. Beides gleichzeitig. Darum, wenn es nachher frei wird und wir Platz haben, müssen wir natürlich auch mal ein bisschen drauf treten. Er zeigt hier übrigens auch genau das an, was ich auch im Head-Up-Display sehe. Ja. Er zieht an. Ja! Geil! 160. Was? 180. 200. What? Ja. So schnell geht das mit dem Ding. Mit den Transportern ein bisschen aufpassen. Das waren 200. Kurz ein paar Sekunden. Alter Schwede. Krass. Der haut rein und jetzt nicht mehr. Jetzt stellen wir hinter einem anderen. Boah. Und jetzt zieht er wieder an. 220. 160. Oh. Er schaut sich die Umdrehung an. Ciao, Audi.
jetzt muss noch BMW kommen, wenn wir eiskalt im Moment. Ciao Porsche! Das Problem ist, wenn die nicht rechts ranfahren, können wir nicht nochmal Gas geben. Ja, der mit seinem, was auch immer das ist. Ja, da merkt man den Elektromotoreinsatz, der haut rein. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, der hat eine Systemleistung mit Elektromotor von 286 PS. Also darum geht da auch einiges. Also 160, 180, 200, kurz drauf gedreht und fertig. Ja, krass. Krass. Also ich möchte hier nochmal als kleines Detail diese Uhr mit Zeigern bemerken. Ja, das ist die. Wie viel kostet die Tram? Die kostet gar nichts. Vermutlich dazu. Alles klar. Das Geile ist halt, Anfahren mit Elektromotor ist halt geil. Das Drehmoment vom Elektromotor ist sofort da. Das heißt, da geht es direkt los. Keine Verzögerung, gar nichts. Nur die Massenaufbau. Der Massenaufbau ist halt immer so eine Sache. Du musst halt die Masse trotzdem noch quasi in Bewegung bekommen. Ja, hoffen wir mal, ob es jetzt könnte es eigentlich frei sein, glaube ich. Also so bin ich auch gerne sportlich, das ist okay. Falsche Antwort. Achtung, Mercedes Power. Kannst ja Blitze austricksen und wenn du einfach zu schnell bist. Ich glaub so 320 oder sowas. Ja. Ja gut, 320 würde ich hier nicht fahren können. Ja, wenn frei ist, glaube ich schon. Also ich bin, aber ja, nur kurz, aber bin ja auch mit unserem Auto, mit dem eigentlichen Auto, bin ich auch schon wirklich Höchstgeschwindigkeit gefahren. Also er war wirklich im. Ich muss ehrlich sagen, ich fahre ja maximal 160 normalerweise. Aber ich bin auf Anträge. Okay, für die Steigung braucht er den Benzinmotor. Schafft er nicht. Ja gut, ein bisschen Gewicht wird der Kleine ja auch haben. Er wiegt 1960 Kilo so um den Dreh. Circa 2 Tonnen. Circa 2 Tonnen, sagen wir mal, ja. Er wiegt circa 2 Tonnen. Mit uns natürlich auch noch mal ein bisschen mehr. Also ja. Er muss auf jeden Fall ein bisschen was bewegen. Man muss auch dazu sagen, also ich habe gestern Morgen, als ich aufgewacht bin, habe ich noch geguckt, ob es das Auto überhaupt noch im Konfigurator gibt von Mercedes. Und? Gibt es tatsächlich nicht mehr. Also ich glaube, dass sie da ein neues Modell einführen. Okay. Das quasi schon wieder das alte Modell ist. Obwohl es kommt, also das neue, also ist natürlich aus dem neuen Baujahr, aber ich glaube, da kommt ein Facelift noch raus. Oder? Auf jeden Fall eine verbesserte Hybrid-Version. Okay.
Ja, auch sein, dass ich da was durcheinander bringe. Oder war doch irgendwas mit da? Oh. Mit dem verkehrsberuhigten Bereich. So. So. Jetzt fähr ich hier rauf und zwar quer. Genau. Voll provokativ. Jetzt würde ich auch jeden bösen Blick verstehen. Na Sack. Park. So, nach dem Cut sehen wir uns kurz wieder. Wir wollten es eigentlich zu einer anderen Tageszeit fortsetzen. Und irgendwie ist es jetzt dunkel geworden. Und irgendwie ist das Auto jetzt auch ein bisschen geschrumpft. Und von einem anderen Hersteller und was ganz anderes auf einmal geworden. Ist halt leider so, aber... Wir haben es einfach zu Schrott gefahren. Ne? Also wir haben so einen Bullshit zusammen gefahren, dass das zum Schluss rausgekommen ist. Richtig, also es ist einfach passiert. Also wir sind tatsächlich... Wir haben nochmal geguckt, was bei der Karre eigentlich so geht. 286 PS waren es ja als Systemleistung. Wir haben auf Sport Plus geschaltet, beides parallel, Vollgas. Gegen die Wand vom Magnus gefahren, vom Dead Engineer, und dabei kam dann leider das Auto da raus. Und das Ding muss jetzt auch leider zur Schrottpresse. Das müssen wir jetzt dem Verleiher, der uns das netterweise geliehen hat, irgendwie beibringen. Das Auto fand ich, also der Tag war für mich einfach super geil, muss ich sagen. Ich hatte das Auto den ganzen Tag. Ich weiß nicht, wie es für euch war. Ein bisschen zeitdruckmäßig, aber zum Schluss war es zeitdruckmäßig, weswegen wir jetzt auch hier stehen. Übrigens, das, was ihr im Hintergrund hört, ist nicht Marco. Ach so, nein, meine Flatulenzien habe ich seit gestern abgeschlossen, tatsächlicherweise. Genau, aber was ich sagen wollte, die machen wahrscheinlich eine Hochzeit, das sieht mir nach einer Hochzeit aus. Könnte passen. Es sieht mir sehr nach einer Hochzeit, weil da drüben ist, ich kenne mich in Auendorf ein bisschen aus, das wird wahrscheinlich im Schlosspark drin sein. Könnte die Richtung ungefähr sein. Alles Gute, ihr könnt euch in 5 Jahren scheiden lassen. Ich zahle die Scheidung und nehme die Braut. Okay, weiter geht's. Das haben wir auf Video, das machen wir auf jeden Fall so. Scheiße. Jetzt gönnt er sich so eine 65 plus. Ja, typisches Geschwätz. Nee, aber was, also auf jeden Fall geile Kiste, hat so gut wie alles drin gehabt. Ich habe auch zum Schluss abends noch festgestellt, das Ding hat nicht die normalen LED-Scheinwerfer, sondern die Multibeam-Scheinwerfer, die kosten über 3000 Euro. Macht abends auch Spaß zu fahren, habe ich aber erst dann festgestellt. Und das innen drin mit dem ganzen Bildschirm und so gut wie alles drin, was geht. Den Parkpilot habe ich auch noch ausprobiert mit einem Kumpel zusammen. Funktioniert einwandfrei, man fährt einfach an der Parklücke vorbei, bestätigt die Parklücke, ist eine Parklücke, und dann fährt das Auto, egal ob man will, rückwärts oder vorwärts ein. Und das alles perfekt. Einfach eine geile Kiste, wie gesagt, Hybrid, Elektropower mit einem Vierzylinder. Wir haben jetzt hier heute einen Dreizylinder mit der Hälfte an Hubraum, also einem Liter. Kleiner Motor, klein und süß. Aber wie gesagt, das war ein geiler Tag einfach, und ich hoffe, man konnte aus der Fahrt bzw. aus den Eindrücken, die wir da dazu gefilmt haben, auch ein bisschen was rausnehmen. Ich glaube, das sind... Fand ich eigentlich ganz cool, so auch fürs erste Video bezüglich eines Autos. Kann man, glaube ich, so machen. Oder? Ich glaube, es sind gute Aufnahmen geworden. Hast du gut gefilmt. Und ein IG Metal Rock Video oder unser IG Metal Rock Auto in der E-Klasse wird es auf jeden Fall demnächst auch werden. Ja, schauen wir mal. Aber wir hoffen natürlich auch noch, dass wir andere Modelle testen können, und vielleicht ergibt sich ja wieder irgendetwas. Richtig. Ich weiß nicht, ob es bei Mercedes ist. Heute ist es ein Audi. Beim nächsten Mal hoffentlich ein BMW. Ja, da werde ich auch mal. Weil ich muss sagen, ich bin kein Mercedes-Fan. Ich bin auch jetzt kein großer Audi-Fan. Ich bin BMW-Fan. Aber trotzdem Hut ab an Mercedes, was sie da auf die Reifen gestellt haben. Hut ab, also das ist wirklich ein geiles Ding. Also ich als BMW-Fan muss wirklich sagen, der Mercedes war geil. Ja. Aber kein zu langes Ende jetzt, ist schon wieder viel zu lang geworden. Aber das war wenigstens ein Ende, nicht einfach, ja, wir sehen uns nachher, weil das wäre es eigentlich wahrscheinlich so geworden. Ja, wir sehen uns nachher, klickt auf ein anderes Video. Genau, bisschen Clickbait, aber das war's für dieses Video. Peace out. Beziehungsweise Metal out.